Hi, Simon von Games and Tables wieder hier. Und das ist jetzt Spiel Nummer 3 von unserem Guild Ball Turnier, das ja im Januar stattgefunden hat. Also ein bisschen her, aber das letzte Spiel war ja noch versprochen und jetzt kam ich endlich dazu, es auch zu schneiden und zu kommentieren. Letzte Runde mit meinen Engineers gegen die Blacksmith, und zwar die erste Box. Verzeih, ich weiß den Namen nicht auswendig. Auf jeden Fall Truppe um Anvil, Furnace und Ferret mit ihren jeweiligen Apprentices. Salvo macht hier den Anstoß, also ich muss anstoßen. Die Blacksmiths werden den Ball empfangen. Und ja, ich stehe auch mit 2 Siegen in dem Turnier, so wie auch der Hunter-Spieler, der im letzten Spiel zu sehen war. Im Grunde machen wir gerade indirekt so ein bisschen das unter uns aus. Wer ja, sich jetzt den Gesamtsieg holen kann, dazu müssen wir beide gewinnen. Also wir haben noch ein paar weitere Kandidaten mit 2 Siegen und die sind natürlich auch noch mit dem Topf. Wir werden aber nicht in die vollen 4 Runden gehen. Das heißt, wir werden am Ende keinen ganz eindeutigen Sieger haben. Wir müssen da mit einem Tiebreaker arbeiten. Aber mal gucken, wie sich das Spiel hier so entwickelt. Und dann können wir immer noch über die Endergebnisse des Turniers sprechen. Also, Salvo hat den Ball sehr weit nach außen gekickt. Ferret kann ihn holen. Der Rückpass gelingt aber nicht. Der Ball weicht ab und bleibt am Tor hängen. So, für mich leider keine Möglichkeit, den Ball zu holen. Ich kann zwar über das Hindernis, da das schwierige Gelände in der Mitte drüber gleiten, also gleiten, aber ich komme da nicht nah genug an den Ball heran. Und ich habe nicht genug Influence, beziehungsweise ich habe viel Influence, aber ich habe nicht genug Momentum, um dann noch ein kostenloses Play zu machen, um mir einen Dodge zu besorgen. Das heißt, Salvo ist nicht in der Lage, sich den Ball zu holen, also mache ich erstmal kleine Unfugaktivierungen wie Mainspring. Anvil auf der anderen Seite, Iron, Entschuldigung, Iron auf der anderen Seite aktiviert, mit Ramming Speed pusht er das nach vorne, holt den Ball und hält den erstmal fest. Also die Blacksmith hier nicht großartig auf Ballspiel getrimmt erstmal. Iron ist relativ gut darin, den Ball festzuhalten, er hat auch Close Control. Gute Rüstung definitiv, mit natürlich mäßiger Verteidigung. Aber das wird für mich für schwieriger, ihm den Ball aus den Händen vom Fuß zu holen. Salvo kann natürlich ihn Knockdown schicken, hoffen, dass der Ball vernünftig scattert und ihn dann holen, aber das sind Sachen, die muss ich jetzt nicht sofort machen, dadurch, dass Iron den Ball jetzt für den Rest der Runde auch nicht mehr abgeben wird, zumindest nicht freiwillig. Also aktiviere ich erstmal Ratchet und mit dem Plan hier 2 Gegner in Rough Ground zu platzieren, dadurch ihren Vormarsch zu verlangsamen, kann ich vielleicht dann die erste Runde des Blacksmiths so weit reduzieren, dass er nicht allzu viel an meinen Leuten einrichtet. So, ich probiere dann natürlich auch noch ein bisschen Schaden dabei zu machen und Momentum dabei zu generieren. Und das gelingt mir auch, glaube ich. Okay, ich nehme noch kein Momentum. Anscheinend habe ich nicht getroffen. Sollte aber eigentlich. Ah, genau, er steht zu weit weg von Ballista, jetzt sehe ich gerade. Wo Ratchet genau steht, er steht direkt vorm Rough Ground. Nicht in Rage für die Momentous Inspiration Aura, daher kein Momentum. Aber das Rough Ground hilft einfach, um ihn weiter zu verlangsamen. Plus das Rough Ground in der Mitte, dass die ganzen Blacksmiths hier einfach wirklich stark genug einbremst. Anvil nutzt sein While the Iron is Hot, um alles nach vorne zu pushen. Aber dadurch stehen halt die beiden wichtigen, sag ich mal, also Furnace und Sledge, immer noch im Rough Ground. Und müssten durch ein weiteres Rough Ground hindurch, wenn sie auf meine Leute zu wollen. Ich habe mit Ratchet wieder nicht Overclock gemacht, so wie es aussieht. Auf Colossus. Oder ich sehe den Marker einfach nicht, aber ich habe auch gerade kein Momentum. Insofern da nicht viel möglich, beziehungsweise ich müsste das Momentum eigentlich dafür ausgegeben haben. Ballista geht auf die Seite rüber und möchte jetzt erstmal Sledge beschießen mit dem Deadbolt. Das gelingt mir. Ich könnte ihn noch pushen, theoretisch. Beziehungsweise ich mache es, aber es wird negiert, weil Anvil vorhin noch sein Legendary gezündet hat, wodurch alle stoisch werden. Also den ersten Push ignorieren. Dafür der Erinnerungsmarker jetzt dann auch auf Sledge drauf. Sinner auf der anderen Seite möchte sich jetzt mehr Richtung Mittelfeld bewegen, möchte irgendwie Momentum generieren, ist ja ganz schön mit dem Hotshot, also einmal auf 6 Zoll einen Angriff durchführen.
einfaches Ziel da gegen Ratchet. Trifft, macht einen Schaden sogar, glaube ich, oder? Ich habe da irgendwas markiert. Ja, einen Schaden und verpasst mir Feuer, also kein Momentum. Hätte sich Momentumpunkt genommen, also waren es dann wahrscheinlich zwei Schaden. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, leider wir rutschen die Würfeltabelle unten aus dem Bild ein bisschen heraus. Deshalb kann ich jetzt auch nicht mehr so ganz aus Erinnerung sagen, was die ganzen Würfelergebnisse waren. Und musste es ein bisschen anhand der Situation erraten. Velocity hat sich weiter nach vorne begeben, in so ein bisschen Deckung da rein. Die kann in der ersten Runde nicht so viel machen, da ich nicht damit gerechnet habe, dass die Blacksmiths aufs frühe Tor setzen. Und damit hat Velocity auch nicht wirklich die Chance, mit dem Ball was zu tun. Also bräuchte auch keinen Influence drauflegen und kann die erste Runde erstmal damit nutzen, um Momentum zu generieren, viele Schüsse zu machen und vielleicht schon mal ein bisschen Schaden auch auf Sledge zu legen. Denn das ist definitiv mein erstes Ziel. Ich möchte Sledge irgendwie loswerden, bevor der zu viel Schaden bei mir anrichtet. Dafür wird jetzt dann auch Salvo ein bisschen rüber dodgen auf die andere Seite, damit ich auch in Reichweite von Ballista bin. Kann auf 8 Zoll feuern. Und das war wohl Knockdown-Schuss auf Furnace. Jetzt ein Schuss hinterher auf Salvo. Auf Sledge, Entschuldigung, von Salvo. Das Arrow to the Knee, was jetzt nicht so wichtig ist von den Effekten her. Sondern einfach nur ein bisschen Schaden nochmal macht. Kann nach jedem Treffer halt nochmal ein bisschen dodgen. Bleibt auf Abstand. Die Blacksmiths haben hier zwar jetzt ein Momentum, damit Sledge aufstehen kann. Aber er wird dann dank Rough Ground nicht in der Lage sein, irgendwo sinnvoll hinzuchargen. Das heißt, er steht auf und bleibt einfach an der Stelle, verzichtet auf seine Bewegung, um aufzustehen und heilt sich um 4. Colossus hat den Free Charge, da ist der Marker, jetzt kann man ihn sehen, und stürmt auf Anvil, einfach um auch nochmal da ein bisschen Momentum zu generieren. Mir gelingt da der Knockdown mit Push, glaube ich. Ne, Singled Out habe ich mit angefangen. Das müsste jetzt genau Knockdown mit Push sein. Push wird ignoriert durch das Stoic. Jetzt eine weitere Attacke. Kann ich jetzt nochmal einen Moment des Push draus machen, auch wenn der Knockdown halt schon da ist. Aber so kann ich Anvil von Cinder etwas wegziehen oder weghalten. Ihn mit Colossus generell an der Position auch festhalten. Erstmal ganz okay. Ich bin mit der ersten Runde ganz zufrieden. Ich habe halt wirklich komplett verhindert, was die Engineers, die Blacksmiths machen wollten. Sledge ist mir nicht wahnsinnig ins Gesicht gesprungen, das ist immer gut. Und jetzt muss ich schauen, dass ich halt irgendwie so ein bisschen den Spieß umdrehe und an den Ball rankomme. Ich nehme Midfield General, um einfach mehr Bewegung zu haben, um da mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Und kann auch mit meiner Aktivierung beginnen. Verteilung ist meistens ähnlich bei meinen Engineers. Also Salvo kriegt auf jeden Fall seine 4. Colossus kann mit 2 ganz gut was machen. Ratchet hier kann mit 2 auch noch ganz gut was machen. Manchmal reicht auch einer, um einfach nur Tooled abzugeben zum Beispiel. Aber ich habe jetzt nicht das Line-Up, das richtig viel von Tooled Up profitiert. Ratchet beginnt hier auch, will erstmal Momentum generieren, also dafür die 2, um Blast Earth zu machen. Wieder erstmal Rough Ground drauf, generiert dadurch Momentum, benutzt das Momentum für Overclocked auf Colossus und dann kann er sich noch bewegen, läuft ein bisschen zurück und dann schaue ich jetzt erstmal, was passieren wird. Jetzt ist Sledge natürlich in der Lage, vorzustürmen und was zu tun. Lässt sich halt nicht dauerhaft vermeiden. Er kann jetzt halt sein Momentum ausgeben, um Gliding zu aktivieren und dann irgendwo hinzustürmen. Aber ich bin optimistisch, dass ich eine Sledge-Aktivierung überstehe und dann vielleicht in Retour genug anrichten kann. So, er aktiviert Gliding und das sieht aus nach einem Sturmangriff auf Colossus. Ich habe kein Momentum, um Defensive Stance oder etwaiges anzusagen, aber ich glaube, das hätte ich so oder so nicht getan, denn
Sledge kann mit seinem Charge zusätzlich Knockdown machen, das heißt, Colossus kann sowieso keine Counterattack machen und ob ich jetzt Div 2 oder Div 3 habe, ist nicht der Riesenunterschied bei der Menge an Würfeln, die Sledge wirft. Knockdown bin ich auf jeden Fall, den Schaden kriege ich auf jeden Fall auch ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen ordentlich bei dem ersten Charge. Und jetzt kommen noch ein paar Attacken hinterher, aber Colossus hat genug Lebenspunkte, um so ein Sledge halt wirklich aufzufangen, um das halt abzusaugen, da die ganze Offensive. Und das ist auch eigentlich die Hauptaktivierung, die Blacksmiths, bringen wir jetzt halt den Namen durcheinander, die Blacksmiths halt zur Verfügung haben. Sledge macht sehr viel, aber die restlichen Master sind mehr zum Vorbereiten und wenn Sledge halt früh aktiviert, entfaltet er nicht sein ganz komplettes Potenzial. Also Anvil könnte es ja zum Beispiel mit Single Out und Knockdown halt vorbereiten, dass man noch leichter trifft. Und Furnace könnte, glaube ich, noch die Rüstung senken vom Gegner und so weiter. Dann könnte Slash noch deutlich mehr eskalieren, aber je mehr Aktivierung man zum Vorbereiten nutzt, desto mehr hat der Gegner natürlich die Chance, das dann auch wieder zu verhindern. So, Ballista stürmt seinerseits Slash an, aktiviert aus dem Playbook heraus das Minenfeld. Einfach als zusätzliche Bedrohung und Schadensquelle und prügelt dann so ein bisschen weiter auf Sledge rum. So, ich überlege, ob ich Sledge irgendwo hinpushen soll, entscheide mich dann, ihn tatsächlich von Colossus wegzupushen, damit Colossus dann in seiner nächsten Aktivierung vorzugsweise den kostenlosen Charge hat. Sinners Aktivierung, wieder ein Schuss, um wahrscheinlich einfach Momentum zu generieren. Ja, generiert sich ein Momentum, macht Schaden auf Ballista, so wie es aussieht. Aktiviert zusätzlich noch Decoy, um halt ein bisschen Def gegen die nächste Attacke und nächste Characterplay zu haben. Aber Cinder ist für mich jetzt einfach nicht so die Bedrohung. Oder generell das Thema, Colossus macht lieber seinen Free Charge gegen Sledge. Schickt ihn auch direkt Knockdown und dann noch weitere Attacken hinterher. Weiter vorbereiten mit Singled Out und noch eine Attacke hinterher. Das hat doch mal jetzt ordentlich gesessen. Und da kann ich dann ein Unexpected Arrival draus triggern. Sprich, alles hier durch die Gegend pushen. Entscheide mich aber dagegen. Ich hätte es machen können, aber ich wollte Sledge auf jeden Fall in der Nähe behalten und ihn noch ein bisschen weiter zurecht pushen. Und ja, gucken, dass ich mit Salvo da gleich dran komme. Anvil zieht auf und möchte hier Knockdown auf Colossus verpassen, was ihm natürlich einfach gelingt. Anvil ist da sehr, sehr gut drin mit auf einem Erfolg Knockdown, auf zwei Erfolgen Singled Out. Extrem gute Kombination. Genau die Sache hat er jetzt auch hingelegt, nur wenn man so schaut, er hat nicht mehr so viel Influence auf seinen restlichen Leuten. Er hat jetzt auf Furnace noch ein bisschen und auf Ferret. Ich weiß nicht, ob Iron was hat, das liegt vielleicht hinter ihm. Er sollte eigentlich mindestens einen haben, damit er den Ball noch gleich sinnvoll passen kann oder er legt ihn tatsächlich gleich einfach nur ab. Aber jetzt schaue ich erstmal, was ich mit Salvo anstellen kann. Ob ich jetzt irgendwie mit dem Ball ergattern kann. Dadurch muss ich jetzt zunächst einmal näher an Iron rankommen. Dafür mache ich jetzt einen Arrow to the Knee auf Ferret. Dodge nach vorne. Kann jetzt für ein Momentum einen Free Shot noch machen. Mache Knockdown auf Iron und gucke jetzt mal, wo der Ball hin scattert. Und der fliegt leider weiter weg von mir. Das heißt, da keine Chance für mich, an den Ball ranzukommen mit Salvo. Also entscheide ich mich dazu, mit Salvo einfach auch rüber zu dodgen Richtung Sledge und da mal ein bisschen drauf rumzuhauen. Hab noch für zwei Momentum das Knockdown von Colossus entfernt und versuche jetzt hier einfach irgendwie ein bisschen Schaden auf Sledge zu drücken. Und noch weiter in Position zu dodgen. So, Furnace begibt sich mit in den Pulk, also wir bilden da schon ein riesiges Geraffel da in der Mitte. Greift natürlich Colossus an,
kriegt Bonuswürfel durch Anvil, kriegt zwei Bonuswürfel durch Singled Out, würfelt ein paar Einsen und ich habe ja immer noch auch Rüstung dabei. Trotzdem wird es reichen, dass er er macht erstmal im Moment diesen Knockdown, jetzt kriegt er nochmal einen Bonuswürfel bei der Attacke. Er möchte halt eigentlich, ja, er kann gar nicht Momentesschaden machen, um mich mit den Conditions da zu belegen, die er so hat, weil ich ja Toughfight habe. Aber er kann so Schaden machen und dadurch mich auch eigentlich anzünden. Ich müsste Feuer gekriegt haben. Da ist der Feuermarker. Und entsprechend verliere ich jetzt auch einen Punkt Rüstung für den Rest der Runde, wenn ich vorhin das noch richtig im Kopf habe. Ja, Mainspring, wieder eine Aktion. Einfach opfern. Iron ist in der Lage, den Ball mit einem Jog zu holen. Sofern er für Momentum aufsteht, tut er, holt den Ball. Und versucht jetzt den Ball noch so gerade im Rüber zu Ferret zu passen, in die Richtung zumindest. Der weicht ab und würde dann an der Kiste hängen bleiben. Nicht nah genug an Ferret dran, aber auch zu weit weg von meinen Leuten. Ich bewege Velocity noch in Reichweite zu Sledge. Einfach um dann gleich maximal viele Würfel zu haben in der nächsten Runde, wenn es darum geht, den zu Moose zu klopfen. Ferret ist zu weit weg vom Tor, um jetzt einen Torschuss zu wagen. Also entscheidet sich hier unser Blacksmith-Spieler dazu, den Ball einzusammeln und rüber zu rennen, hinter das Mausoleum, in die Deckung hinein, noch in Acrobatics hinterher, um dann vielleicht das Tor nächste Runde angehen zu können. Damit endet auch schon die zweite Runde, ohne dass Siegpunkte verteilt worden wären. Der Lebenspunktezustand ist jetzt schwer zu sagen. Sledge hat auf jeden Fall ordentlich kassiert. Colossus ist auf ungefähr Hälfte, vielleicht ein bisschen drüber. Ansonsten geht es meinen Leuten auch relativ gut. Ich plane mit Go for the Knees hier den Killing Blow auf Sledge zu setzen, aber mein Gegner Seize the Initiative kann damit auch sich die Initiative ranholen und entsprechend Sledge in Sicherheit dodgen lassen. Aber ich dodge Salvo dann auch aus dem Pulk raus, um mit ihm den Ball zu bedrohen. Blacksmiths müssen hier zuerst Influence verteilen. So, Zeit wird weitergeführt. Wir haben zwischendurch auch ein paar Regelfragen. Ich bin ja auch als Judge tätig auf dem Turnier, also muss ich ja auch hier und mal da mal an anderen Tischen aushelfen oder Fragen klären. So, er hat Influence verteilt. Man sieht jetzt nicht alle so gut, aber ich denke, da ist ein bisschen was auf Sledge, auf jeden Fall was auf Ferret. Ich verteile nach gewohnter Manier. Diesmal hat auch Velocity ein bisschen was bekommen, denn ich rechne damit, jetzt irgendwie in Ballbesitz zu kommen. Entweder weil er ein Tor schießt und ich den Ball reinbringen kann, oder weil Salvo den Ball organisiert. Insofern sollte Velocity jetzt in der Lage sein, auch für diese Runde was aktiv zu tun. So, Anvil geht erstmal in den Amoshpit hinein da und verteilt munter einen Knockdown. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder im Moshpit was zu aktivieren oder aber ich entscheide mich dafür, mit Salvo jetzt lieber erstmal den Ball zurück zu ergattern. Denn ich rechne nicht damit, dass Sledge mir irgendwie einen Spieler umnieten wird mit seiner Aktivierung. So, ich bin in Reichweite für einen Knockdown-Schuss auf Ferret und kann den Ball mit einem glücklichen Scatter da in die Freiheit bringen. Werde aber nicht in der Lage sein, weit genug zu kommen, um ein Tor zu schießen. Denn ich müsste dazu jetzt... Ja, mir fehlt im Grunde ein Influence oder halt noch Momentum. Denn ich könnte für Momentum zwar ein Character-Play kostenlos machen, aber dann habe ich kein Momentum mehr für einen Torschuss. Wenn ich jetzt für zwei Influence den Ball hole, dann habe ich keinen Influence mehr, um den Torschuss zu machen. Also funktioniert der ganze Plan nicht und deshalb gehe ich lieber in den Nahkampf mit Anvil. Versuche da ein bisschen Momentum zu generieren und damit meine Kollegen aufstehen zu lassen. Generiere einfach ein paar Dodges und dadurch Momentum. Nichts Weltbewegendes. War aber soweit gut genug die Aktivierung, finde ich, weil ich halt durch den Knockdown auf Ferret den Ball
wieder weiter weg von meinem Tor gebracht habe und damit, denke ich, auch einfach den Torversuch direkt erstmal verhindert habe. So, jetzt ist es definitiv Sledge an der Reihe. Er könnte überlegen, mit Ferry zwar den Ball zu holen, aber es bringt ihm halt nicht so viel. Er muss jetzt mit Sledge aktivieren. Sonst würde ich halt seine Sledge-Aktivierung noch weiter verschlechtern, indem ich weitere Aktivierungen vorschiebe. Er versucht jetzt hier alles Velocity reinzudrücken, die aber mit ihrer immer noch 4er-Defense, obwohl sie Knockdown ist, einigermaßen solide ist. Trotzdem haut er ihr so viel Schaden rein, dass sie ihr Reanimate triggert. Dadurch ist sie nicht mehr Knockdown, hat aber auch nur noch 3 Lebenspunkte. Also da muss ich jetzt schon aufpassen. Das heißt, ich sollte jetzt zusehen, dass Colossus genug Momentum macht, um Velocity zum Beispiel um 4 zu heilen. Er hat plus einen Tack durch meinen Gameplan. Ich habe einige Leute an Anvil dran, die ihn engagen. Und mit den ersten Attacken präpariere ich mir jetzt quasi selbst den ganzen Spaß. Schicke erstmal Furnace auch noch Knockdown. Und damit ich da den Würfel nicht verliere. Und jetzt kommt, glaube ich, die letzte Attacke müsste schon sein. Auf Anvil mit den ganzen Bonuswürfeln, weil Singled Out mit der ersten Attacke da drauf gepackt. Habe ich hier einen richtig schönen Wrap. Und kann jetzt mein Unexpected Arrival machen. Die ganzen Blacksmiths mal hier auseinander sprengen. Sogar Sledge wird daraus katapultiert. Sledge hat auch wirklich nicht mehr viele Lebenspunkte. Und Anvil möchte ich hier drin behalten. Mit Knockdown-Push ziehe ich ihn nochmal weiter rein, um ihn vorzugsweise mit Ballista dann ordentlich noch zu bearbeiten. Und ich müsste jetzt auch Velocity, ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich Schaden weggestrichen habe, müsste ich eigentlich gerade geheilt haben. So, jetzt ist die Überlegung, ob Cinder halt einen Angriff auf Velocity versucht. Auf die 6 Zoll, kommt nicht in Reichweite zu Furnace, um da noch die Rüstung zu genießen. Das heißt, sie kann sie auch ein bisschen anders platzieren, dass sie nicht im Weg steht. Trifft anscheinend Velocity mit 2 Vieren. Vielleicht irritiert. Denn Velocity hat meines Wissens kein Knockdown mehr. Aber vielleicht war auch eine 5 dabei und ich habe sie nicht gesehen. Auf jeden Fall hat Velocity Schaden bekommen, brennt dadurch Bewegungsabzug, was natürlich auch gut ist. Aber mit einer Attacke auf Anvil sollte Velocity in der Lage sein, rauszudodgen, auch wenn der Wurf mau ist. Reicht es für einen Doppel-Dodge, Doppel-Push mit Momentum, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Kann sich da aus dem Pulk rauslösen und kann versuchen, in Richtung Ball zu kommen. Und das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Und für den letzten Influence weiß ich nicht, oder der letzte Influence war, glaube ich, der Sprint. Ist ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Ich habe keinen Mark hingelegt, also nehme ich nicht an, dass ich jetzt noch Nimble aktivieren konnte. Ferret sieht die Chance jetzt hier, Velocity anzugehen und sich den Ball zurück zu ergattern. Da ich eine Counterattack angesagt habe, machte er jetzt hier als erstes Disarm. Kurz irritiert, warum wir nochmal gewürfelt haben. Counterattack macht auf jeden Fall nichts, er schafft es aber auch nicht, mir den Ball abzunehmen. Ah genau, ich habe bei der ersten keinen Counterattack angesagt, sondern bei der zweiten vielleicht. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen Rätsel raten muss, die Würfel sind nicht komplett zu sehen und manchmal ist es schwer nachzuvollziehen. Aber noch hat Velocity den Ball, noch steht Velocity auf dem Feld. Das sind zwei Dinge, die ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt ist es an der Zeit, mit vielleicht mit Ballista was zu machen. Ich habe Mainspring erstmal vorgeschickt, um Furnace zu engagen. Dadurch verhindere ich, dass Furnace einen Sturmangriff macht. Iron bewegt drüber, der möchte auch erstmal ein bisschen verzögern, möchte abwarten, was ich mache. Jetzt werde ich Ratchet noch in den Nahkampf bewegen. Ich habe alle Zeit der Welt, bevor ich Ballista dann endgültig aktiviere in dieser Runde. Furnace muss jetzt aktivieren. Ist die letzte Aktivierung vom Blacksmith in dieser Runde. Er schaut, er muss halt auch schon Momentum ausgeben, eigentlich um sich irgendwie bewegen zu können. Das heißt, er verzichtet einfach auf seine Bewegung zum Aufstehen, haut ein bisschen auf Mainspring rum. Insofern hat mein Maskottchen da einen sehr guten Job gemacht, Furnace einfach von der restlichen Truppe wegzuhalten.
Auch wenn ich jetzt Schaden kriege und Feuer kriege, soll er Mainspring doch ruhig umnieten, dann kriegt er zwar einen Siegpunkt, aber Mainspring explodiert auch noch. Das ist für mich einfach da eine Win-Win-Situation. Und nun ist es an Ballista, hier ein bisschen Party zu machen. Ihr seht den Haufen Würfel, viele Unterstützer, Singled Out, Knockdown, kommt alles zusammen. Und wenn man dann mal keine Einsen dazwischen hat, kann man auch richtig, richtig viele Ergebnisse hier erreichen. Und damit mache ich halt insgesamt 4 Schaden, also 2x2, was durch das Tough halt von Envil zu 2x1 wird, aber mit ganz viel Gepusche drücke ich ihn weg und bin dann befreit und mache erstmal einen Deadbolt-Shot auf Sledge, den ich damit auch erschieße und die ersten Siegpunkte einheimse. Jetzt kann er also noch ein bisschen rausjoggen und schauen, ob ich noch. Ja, das sieht so aus, als hätte ich da noch vielleicht eine Heilung ausgegeben. Feuer tickt noch ein bisschen runter. Und damit endet auch schon die dritte Runde. Und wir kommen in eine vierte. Ihr seht unten die Zeit. Wir haben beide nicht mehr allzu viel Zeit auf unserer Uhr zur Verfügung. Wir haben jetzt erst angefangen, die ersten Punkte zu machen. Oder ich habe angefangen, die ersten Punkte zu machen. Und ja, jetzt muss ich auch anfangen. Ich darf erste Aktivierung, ich darf beginnen. Muss halt schauen, dass ich jetzt erstmal irgendwie mehr Siegpunkte erreiche. Aber ich habe kein Momentum. Das heißt, wenn ich das mit Velocity machen möchte, muss die auch erstmal noch Momentum generieren. Ein paar Influence verteilen für die restlichen Aktivierungen. Also Salvo 4. Ballista kriegt ebenfalls 4 und einen für Kolossus. 4 sind auf Velocity. Plan ist hier mit Acrobatic sich zu lösen, dann Iron anzuchargen, daraus Momentum Dodge oder sowas zu generieren und dann ein Tor zu schießen. Im Normalfall sollte das gehen. Das sind eigentlich recht sichere Würfe. Er könnte zwar Momentum ausgeben, um bei Iron in die Defensive Stance zu gehen oder eine Counterattack anzusagen. Den Wurf, den ich hier erreicht habe, reicht mit 2 Erfolgen für einen Moment des Push-Dodge. Ich glaube, er hatte eine Counter-Tangle gesagt, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Meine F3 Armor 2 sind es ja, glaube ich. Also ich müsste 2 nette Ergebnisse gehabt haben. Schaffe den Torschuss, hole mir 4 Siegpunkte, lasse Velocity da einfach stehen. Ja, soll er jetzt ruhig dann noch weitere Ressourcen verbrauchen, um die umzunähen? Sie hat ja wieder ihr Reanimate bereit. Aber ich wollte das Momentum lieber nutzen, um dann mit meinen anderen Modellen entsprechend bessere Aktivierung machen zu können. Sledge aktiviert hier und stimmt auch direkt Velocity an. Möchte sich die geschenkten Punkte hier nicht nehmen lassen. Aber so richtig voran kommt er nicht mit seinen Attacken. Hat halt keinen Piledriver aktivieren können. Er triggert immerhin das Reanimate. Also dafür macht er genug Schaden. Das heißt, sie ist jetzt wieder auf 3 Lebenspunkten. Jetzt schaue ich, Salvo kann in Reichweite kommen zum Ball. Er kann nach vorne. Macht einen Schuss auf Iron, schickt den Knockdown, macht einen Dodge, generiert dadurch Momentum. Holt sich den Ball und hat mit dem Gratis-Character-Play versucht einen Pass auf Velocity. Der gelingt mir aber leider nicht. Fehlpass auf Velocity, dadurch kein Snapshot-Versuch. Auch wenn der Snapshot sowieso schwierig geworden wäre, aber ich wollte es einfach probieren. Ich brauchte für den Pass auf Velocity halt eine 5. Ich hatte 4 gewürfelt, denn sie ist ja von Sledge engaged. Hätte sie dann den Snapshot versucht, wären es, glaube ich, 3 Würfel gewesen. Ja, genau, verliere einen Würfel, 3 Würfel auf die. Ich brauche 2 4 Plusen. Sehr unwahrscheinlich, aber ich wollte es halt einfach in dem Moment versuchen, bevor Velocity umgenietet wird, was jetzt der Fall ist. Iron macht da kurz einen Prozess. Insofern steht es 6 zu 2. Der Ball ist auf Sledge, aber da habe ich es jetzt nicht so eilig. Das meiste Influence ist jetzt hier schon verbraten worden. Ratchet verpasst wieder Overclocked auf Colossus, geht nach vorne und engaged einfach mal Anvil. Furnace geht hier weg von Mainspring. Ah, der Ball lag nicht auf Sledge, sondern einfach nur daneben, lag im Freien.
Und Furnace ist knapp nicht in Range, um Pass auf Ferret zu spielen. Also geht der Pass einfach nur in die Richtung, weicht auch nicht zu weit ab. Das ist an sich ganz gut. Ist aber knapp nicht in Range 1, also in 1 Zoll, um direkt von Ferret aufgenommen zu werden. Ist auch nicht im Ballpath. Und das macht es jetzt vielleicht Ballista möglich. Aber nee, leider nicht. Das ist zu weit weg. Reserveplan, ich kann mit Ballista aber jetzt auch versuchen, den Ball zu holen und auf Colossus zu passen. Fang an mit einem Deadbolt, damit Ferret einfach erstmal Knockdown ist, keine Melee-Zone großartig hat, dass ich dann gefahrenlos an ihr vorbei rum und wer weglaufen kann. Dann meine Bewegung und nutze mein Legendary, um einen Pass auf Colossus zu machen. Der kommt auch an, relativ knapp, aber trotzdem. Und lasse ihn dodgen und korrigiere noch ein bisschen die Bewegung vom Ballista nach. Der soll halt in 1 Zoll zu Ferret da bleiben. Mache ich zwar nach dem Dodge, ist eigentlich nicht so, ja, nicht das elegante Spiel, aber wir haben auch relativ relaxed gespielt, wir kennen uns auch schon lange. Insofern ist es da halb so wild. Und mit 10 Zoll Pass kommt Ballista auch von da aus zu Colossus. Und ja, Anvil ist einfach nur aufgestanden. Colossus hat die Chance genutzt, um ein Tor zu schießen. Geht damit auf 10 Siegpunkte, bringt nicht auf, mit auf 10 Siegpunkte. Ferret versucht jetzt hier noch irgendwie was zu erreichen und verwürfelt das. Ich verwürfel es ebenfalls. Da passiert jetzt nicht allzu viel. Dann kriegt er sich den Ball noch ergattert, aber seine Zeit ist halt abgelaufen. Dadurch kriege ich einen Siegpunkt. Er kann zwar seine Aktivierung noch machen, aber an der Stelle ist halt klar, gut, die Runde wird enden, das Spiel ist vorbei. Also haben wir es einfach da gecancelt. Ja, ein zähes Spiel. Engineers gegen Blacksmiths. Blacksmiths sind halt einfach super zäh. Ich war überrascht, dass ich den Moshpit so gut ausgehalten habe. Es hat lange gedauert, dass die ersten Punkte gefallen sind, weil einfach durch die ganze Rüstung und auch bei einigen Modellen Tough Fight es schwierig ist, halt wirklich was anzubringen, plus Engineers auch nicht die riesen Schadenskanonen sind. Ich fand, der Blacksmith-Spieler hat relativ gut versucht, den Ball zu verweigern, aber die Engineers haben einfach so viele Tools, dass es nicht möglich ist, den komplett zu verweigern. Ich bin also immer wieder rangekommen, konnte mein Spieler im Wesentlichen dem Blacksmith aufdrücken und damit dieses Spiel für mich entscheiden. Insgesamt hat es dann für mich zum zweiten Platz gereicht auf dem Turnier. Den ersten Platz hat der Hunter-Spieler genommen, weil der einfach seine Siege noch deutlicher erreicht hat. Also damit die Siegpunktdifferenz besser war. Und ich habe es im Nachhinein mit Strength of Schedule nochmal gegengerechnet und auch da war er besser. Das ist der eigentliche Tiebreaker bei Guild Ball. Insofern war aber ein cooles Turnier, hat richtig viel Spaß gemacht, hat allen Beteiligten Spaß gemacht. Auch Best Painted und Fair Player werden ja bei diesen Spaßkits quasi mitgekürt. Das haben wir dann auch gemacht. Und dazu vielleicht irgendwann mal mehr, also mehr Guild Ball. Ich hoffe es, wir haben demnächst nochmal vor, das Miners Guild Event zu spielen. Wir gucken gerade nach einem Termin. Also hier und da wird immer wieder mal Guild Ball hier auf dem Kanal auftauchen. Das Video jetzt hier, ich entschuldige mich, war ein bisschen chaotisch. Aber es ist halt lange her, das Spiel, dass ich das gespielt habe, deshalb weiß ich nicht mehr alles im Kopf. Hoffe, es hat trotzdem gefallen, hoffe, es hat gute Einblicke gegeben. Ich finde die Engineers echt cool. Das Ganze war zwar jetzt noch Prä-Errata, aber das hat sich für die Spieler, die hier mitgemacht haben, es hat sich nichts verändert. Wir haben auch schon Spiele nach dem Errata gemacht, an dem 4.1 Errata. Und ja, das Spiel ist einfach zwar einen konstanten Wandel oder Anpassungen, aber es ist halt einfach großartig. Der Zustand ist sehr, sehr gut. Also ich kann jedem empfehlen, einfach weiter Guild Ball zu spielen. Insofern, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.